Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen. Auf verschiedenen Ebenen, von der Europäischen Union bis hin zu den Kommunen, werden Vorgaben erarbeitet oder auch Ideen entwickelt, wie wir den Einsatz von Plastik dauerhaft nachhaltig reduzieren können. Und die Notwendigkeit, die wurde hier auch schon vorangestellt. Man muss allein schon nur einen Blick haben, was in Deutschland an Plastikmüll jedes Jahr produziert wird. 18 Millionen Tonnen. Und damit sind wir leider an erster Stelle in der EU und auch weltweit relativ weit vorne. Und das ist ehrlich gesagt aber kein Platz, gerade in dieser Sportbranche, die ich da wirklich haben möchte. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass Kunststoffe in den unterschiedlichsten Ausführungen auch nicht so ganz aus dem Alltag wegzudenken sind. Darauf komme ich später noch zu, Frau Fritzen. Bei der Konzeptionierung von Strategien zur Vermeidung von Plastik muss eine Differenzierung auf jeden Fall vorgenommen werden. Es spielt durchaus eine Rolle, wofür und für welchen Zeitraum Plastik hergestellt und verwendet wird. Es spielt durchaus eine Rolle, ob wir ein Produkt mit langfristiger Nutzung, wie zum Beispiel Möbelstücke oder auch Fenster zur Dämmung und so weiter verwenden. Das ist für mich in der Tatsache ein etwas anderes Thema, als wenn wir Plastik verwenden für einen Verbrauchsgegenstand, der nur kurz verwendet wird, wie zum Beispiel ein Umrührstäbchen. Und der Vermeidung von Einwegartikeln kommt bei der Reduktion von Plastik natürlich eine große Wichtigkeit zu, denn diese Produkte, wie zum Beispiel der Strohhalm, sie werden einmal benutzt und landen danach hoffentlich, so soll es zumindest sein, entweder in der Mülltonne oder im gelben Sack, im Zweifelsfall im gelben Sack und werden dann, wenn es nicht recycelt werden kann, dann doch thermisch verwertet und verbrannt. Schade um den Rohstoff, schade um den Wertstoff, wurde ja auch schon vorgestellt. Und im europäischen Maßstab betrachtet wird das Problem von den Einwegartikeln deutlich. Bis zu 85% aller in der EU angespülten Abfälle sind aus Kunststoff. Und dabei handelt es sich in der Hälfte von denjenigen, von diesen weggeschmissenen Einwegprodukten. Und deswegen soll ab 2021 in der EU Einwegplastikartikel wie Plastikbesteck, Geschirr, Strohhalme, Wattestäbchen, Essstäbchen oder auch Styropor-Essverpackungen, darf man nicht vergessen, diese sollen verboten werden. Und gestern hat das EU-Parlament einen Beschluss dazu gefasst. Einer der ganz wenigen Lichtblicke diese Woche in der Straßburger Parlamentswoche, meiner Meinung nach, im Anbetracht, was sonst noch da zum Thema Artikel 13 oder Artikel 11 jetzt zum Beispiel vom EU-Parlament beschlossen wurde. Zumindest von der FDP-Fraktion sehen wir den Punkt etwas kritischer als jetzt das Verbot für Einwegplastik. Und als weitere Maßnahme sollen sämtliche Plastikflaschen ab 2030 mindestens 30% aus recyceltem Material bestehen. Und nach den neuen Plänen soll ab 2030 ebenso alle Kunststoffverpackungen auf dem EU-Markt recyclingfähig sein. Das klingt erstmal gut, das ist ein ehernes Ziel. Es ist technisch allerdings sehr, sehr schwierig, weil wir meistens Verbundkomponenten haben, die schwer sortenrein zu sortieren sind, dass wir es wirklich gut recyceln können. Aber mit diesem gesetzlichen Gebot müssen wir jetzt ja kreative Ideen ja irgendwie auch voranstellen, dass das zukünftig entsprechend besser gemacht werden kann. Und der Verbrauch von Einwegkunststoffen, der soll auf diese Reise reduziert werden und auch absichtliche Verwendung von Mikroplastik natürlich beschränkt werden. Auch das haben wir, das hat Herr Ricker schon gesagt, auch schon dieses Jahr ein paar Mal besprochen. Deswegen ist das Verbot von Einwegplastik auf EU-Ebene ein richtiger Schritt. Produkte, die für nur wenige Minuten Nutzung gedacht sind, aber Jahrtausende in Natur, Seen, Wälder, Flüssen verbringen, die brauchen wir definitiv nicht. Und die Ankündigung des Verbots war schon Innovationsmotor für biologisch abbaubare Produkte. Einige pfiffige Startups aus Deutschland oder aus Finnland beispielsweise, ich habe Greenpack, kenne ich auch, sind jetzt drauf und dran und erobern den Markt. Und das erinnert mich so ein Stück weit an meinen schönsten Teil meiner Schulzeit beim Bioleistungskurs bei Geomas. Und hat mich nämlich besonders interessiert, ob und wie weit diese biologisch abbaubaren Produkte, in welchem Zeitraum Holz, Pappe, Maisstärke, Milchsäure sich beispielsweise im Meer abbauen lässt. Ich habe da gerade ein Langzeitexperiment laufen mit 120 Liter Fördewasser. Und erwartungsgemäß ist es so, dass die Halbwertszeit von Pappe relativ gering ist. Holz hält sich wacker und Maisstärke oder Milchsäure ist optisch und an Stabilität kaum von Plastik zu unterscheiden. Sehr, sehr hart, dauert eine Weile. Es erweist sich jetzt recht langwierig. Und ich lade aber auch gerne dazu ein, beim Kaffee oder Tee, Frau Fritzen, bei mir vorbeizukommen. Da können wir zum Beispiel darüber diskutieren, welche Produkte Fische zum Beispiel schadlos verspeisen können von diesen biologisch abbaubaren Produkten. Da es bis zur Umsetzung des Verbots auf europäischer Ebene noch eine Weile dauert, finden wir es sehr gut, dass wir zuerst bei uns selber schauen und in unserem eigenen Bereich Vorgaben machen. Das wäre in diesem Fall die Landesverwaltung, für die wir selber verantwortlich sind. Positiv voranzugehen, um etwas zu ändern, ist meines Erachtens immer besser, als mit Verboten oder Geboten gegenüber der Privatwirtschaft vorzusprechen, wie das auf anderen Ebenen gerne von der einen oder anderen Partei getan wird.
Deswegen kann die Landesregierung hier eine Vorbildfunktion einnehmen, um zu zeigen, dass Plastikvermeidung geht und dass wir alle Verantwortung übernehmen müssen.